Ein Highlight für viele Urlauber auf Teneriffa, der Loro Park. Der Zoo, der bereits mehrmals als bester Zoo der Welt ausgezeichnet wurde, ist derzeit auch im Pandemie-Modus. Seit fast einem Jahr ohne Besucher. Eine besondere Herausforderung für den Zoo. Das Wichtigste ist natürlich, dass man für die Tiere keinen Kompromiss eingeht, sondern 100% muss man weitermachen mit der Ernährung, mit der Pflege, mit der Sauberkeit und man muss sogar noch, sagen wir mal, etwas mehr machen, dadurch, dass die Besucher fehlen. Das ist dieses Unterhaltungsprogramm. Das Einzige, was wir reduzieren konnten, ist praktisch das Personal vom Eingang, von den Restaurants, die Public Relations. Die Tiere benötigen Unterhaltung und Abwechslung. Normalerweise bekommen sie dies auch durch die Besucher. In der freien Wildbahn sind die Tiere wahnsinnig beschäftigt, um sich zu schützen, dass sie nicht selbst zum Futter werden. Bei uns sind sie frei von Hunger, frei von Durst. Das heißt, sie haben nicht diese Notwendigkeit. Das heißt, was wichtig ist bei uns, ist, dass der Besucher praktisch die Unterhaltung für die Tiere darstellt. Also die Tiere, die sind jetzt in der Zeit, wo sie alleine sind, sind sie etwas zu alleine und sie würden sich sehr freuen, wenn die Familien zurückkommen, wenn die Besucher zurückkommen und wenn es diesen Austausch gibt. Besondere Schutzmaßnahmen nicht nur für Besucher in Zukunft. Wir machen die Kontrolle von unserem Personal, also jeden Morgen nehmen wir die Temperatur. Jeder muss mit seinem Mundschutz arbeiten, außer bei einem Interview. Und somit versuchen wir natürlich, den Tieren nicht die Gefahr auszusetzen, dass sie jetzt infiziert werden könnten, so wie das passiert ist bei den Gorillas im San Diego Zoo oder bei den Tigern im Bronx Zoo oder wie das bei anderen Installationen halt passiert ist. Wir bleiben auf Distanz, wir kümmern uns um die Qualität, Lebensqualität für die Tiere. Wir suchen aber nicht den Kontakt direkt mit den Tieren. Nun hofft man schon sehr bald, dass der Park wieder öffnen kann, wenn Tourismus auf Teneriffa wieder anläuft. Der Loro Park ist ein fester Bestandteil der touristischen Struktur auf der Insel und seit vielen Jahren steht der Tierschutz an oberster Stelle bei den Parkbetreibern. Also wir wurden von TripAdvisor als weltbester Zoo benannt und da sind wir sehr stolz drauf, vielen Dank. Wir sind die Botschaft der Tiere, der exotischen Tiere. Das heißt, wir kümmern uns um die Forschung, um die Erhaltung, um den Schutz der Tierarten. Und somit sind wir eine Einrichtung, die mit viel Liebe und mit viel Detail Tiere dem Menschen in einer kontrollierten Form nahegebracht wird. Wie groß Natur und Tierschutz wirklich geschrieben werden, zeigt auch die gegründete Loro Park Foundation. Seit 1994 existiert die Stiftung, die hat mein Vater damals gegründet und seitdem haben wir über 200 Projekte umgesetzt. Wir haben 22,8 Millionen nur in die Projekte investiert. Das sind also nicht die Verwaltungskosten und keine Personalkosten, keine Flugkosten, gar nichts mit drin, sondern 22,8 Millionen nur für die Natur. Und unsere Naturschutzprojekte beziehen sich im Generellen darauf, dass wir die Spezies schützen, ihr Habitat und entsprechend auch Sensibilisierung und Sozialisierung in der Region machen, zusammenarbeiten mit den Universitäten und somit versuchen wir halt die Tiere vom Aussterben zu schützen und somit haben wir es auch geschafft, 10 Spezies von Papageien vom Aussterben zu schützen.